Dieses Video hier hätte eigentlich ein großes und teures Unboxing werden sollen. Aber Apple hat sich anscheinend dazu entschieden, mir nur eines der eigentlich heute ankommenden Pakete zuzuschicken. Das hier, das ist ein Apple Pencil der zweiten Generation. Ich hatte eigentlich ein iPad Air der vierten Generation und diesen Apple Pencil bestellt, aber das iPad Air 4 kommt erst in 2 bis 3 Wochen an. Das vermiest mir natürlich aber nicht die Laune und ich würde sagen, wir packen trotzdem diesen Apple Pencil aus. Viel Spaß! Wir beginnen einfach einmal mit dieser Lasche, mit dem Paket und das ziehen wir auf. Da ist der Apple Pencil. Paket kann weg und das finde ich eigentlich gar nicht so schwer, wie es den anderen meisten Menschen ergeht. Aber dann haben wir hier auch schon den Apple Pencil der zweiten Generation. Der kostet, glaube ich, aktuell im Apple Store 135 Euro. Ist einfach absolut viel zu viel für dieses Teil, weil ganz ehrlich, das Teil ist wirklich nicht 135 Euro wert und kostet wahrscheinlich in der Produktion maximal 3-4 Euro. Aber nun ja, wir können es ja trotzdem öffnen und es hat sogar einigermaßen gut geklappt. Folie weg. Und dann ist hier diese Lasche. Das ist genauso aufgebaut wie der Apple Pencil der ersten Generation. Ist jetzt hier auch nicht das erste Unboxing, was ich mache. Aber Apple Pencil, den lege ich erstmal zur Seite. Dann haben wir hier Design per Apple in California. Darunter ist dann unser Quick Start Guide. Da steht Apple Pencil drin. Keine Apple Sticker, weil der Apple Pencil genau wie die AirPods nur als Zubehör dient. Oder nur als Zubehör gilt. Das kann aber auch erstmal beiseite, denn dann haben wir hier den Apple Pencil. Und der ist, wie erwartet, flach und fühlt sich eigentlich wirklich richtig gut an. Aber er ist noch matter als ich dachte. Der erste Apple Pencil war ja aus dem gleichen Material wie die AirPods zum Beispiel oder wie diese AirPod Case. Und der hier, der fühlt sich fast schon nach Plastik, es ist Plastik, fast nach Gummi an, also ganz merkwürdig, irgendwie so, an irgendwas erinnert mich das. Ich glaube, genau, an Fimo-Knete, kennt ihr das? Fimo-Knete, das ist so eine Knete, mit der kann man kneten und so ähnlich fühlt sich das an, wie die, wenn die erhärtet ist. Dann hat man hier diese schöne matte Fläche. Ist jetzt doof, dass ich keine zweite Kameraperspektive habe, aber ja, hier ist dann die glatte Fläche, wo man auch doppelt mit dem Zeigefinger draufklicken kann und dann kann man ja unter den oder zwischen den verschiedenen Werkzeugen wechseln. Ich habe leider kein iPad hier, deswegen kann ich das nicht ausprobieren und ich werde den jetzt erstmal 2 Wochen erstmal nur auf meinem Schreibtisch liegen haben oder im Regal stehen haben und kann ihn nicht benutzen. Ist etwas ärgerlich, aber ansonsten würde ich sagen, ist ein sehr schöner Apple Pencil. Hier ist dann nochmal Apple Pencil hineingraviert. Und die Spitze kann abgemacht werden. Das sieht dann genauso aus wie beim Apple Pencil der ersten Generation. Das Teil ist jetzt ja auch schon wirklich eine Weile auf dem Markt. Deshalb wisst ihr das wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ja. Was ich jetzt aber noch einmal ausprobieren wollte, ist, ob der Apple Pencil rollt. Dazu lege ich das einmal hier alles wieder beiseite unter den Tisch. Weil der erste Apple Pencil, der hatte... Ja, tut er! Okay, also ich muss sagen, auch wenn das Ding so eine Abflachung hier hat, rollt es noch besser als der Apple Pencil der ersten Generation, weil der Apple Pencil der ersten Generation so ein Gewicht unten drin hatte und damit war der Apple Pencil der ersten Generation nicht so leicht vom Tisch zu rollen. Ja, aber ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann würde ich mich unglaublich über einen Like oder ein Abo freuen und vielleicht sehen wir uns dann auch schon in einem meiner nächsten Videos.